Hallo und willkommen bei Interior. Ich bin Katrin und heute geht es darum, wie man einen Raum für Küche, Wohnzimmer und Esszimmer einrichtet. Dabei zeige ich euch, wie ihr die Möbel platzsparend stellt, einzelne Bereiche schafft und den richtigen Esstisch findet. Heutzutage verschwimmen Räume immer mehr miteinander, weil es zum Beispiel in Großstädten weniger Wohnraum gibt. So ein offener Wohn-Essbereich mit Küche ist modern und schön, aber es ist gar nicht so einfach, drei Räume in einem harmonisch unterzubringen. Wie das funktioniert, zeige ich euch heute mit drei unterschiedlichen Varianten. Bei meiner ersten Variante trennen wir die einzelnen Bereiche ganz deutlich ab. Den rechteckigen Tisch könnt ihr so wie ich praktisch mit der Längsseite an die Wand schieben und somit habt ihr viel Platz in der Küche. Das Sofa habe ich mit der Seite an die Wand gerückt, so wird das Wohnzimmer kompakter. Und es grenzt den Bereich so ein, dass es sich anfühlt wie ein eigener Raum. Wichtig ist, dass ihr trotz der räumlichen Abtrennung die einzelnen Bereiche im Raum verbindet. Mit Materialien oder Farbe. Ich habe noch ein Bild über dem Esstisch aufgehängt. Das schließt bündig zum Tisch ab. Und so wird der Essbereich nochmal vom Rest des Raumes abgegrenzt. Meine nächste Variante ist deutlich offener. So richtig freie Laufwege habt ihr bei der Freiraumvariante. Da wirkt der Raum gleich viel größer und auch total luftig. Hier gibt es fast keine Trennung der Bereiche mehr durch die Möbel. Dafür nutze ich den Boden zur Abgrenzung. So wie hier. Der Teppich kennzeichnet ganz klar den Wohnbereich. Noch deutlicher grenze ich den Bereich mit dieser Bogenleuchte ab. Bei meiner letzten Variante kommt Loft-Feeling auf. Alles ist sehr locker gestellt. Weder Sofa noch Esstisch stehen an der Wand. Das Sofa ist das Highlight in der Mitte des Raums und wird dort zum Raumtrenner. Zum luftigen Konzept passen schlanke Möbel mit geschwungenen Formen, so wie dieser Esstisch. Da die Möbel im Raum stehen, habe ich an der Wand genügend Platz für Deko. So viele Ideen für einen einzigen Raum. Welche Variante ist euer Favorit? Habt ihr noch tolle Ideen für einen Wohn-Essbereich mit Küche? Dann immer her damit, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis dann, eure Katrin.